Moment, wir müssen was machen? Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der schwierigsten Erfolge in Videospielen. Bevor wir anfangen, abonnieren, um die besten Videos nicht zu verpassen. In dieser Liste sehen wir uns auf allen Plattformen die Erfolge an, die am schwierigsten zum Freischalten sind. Nummer 10. Impossible Boy – Super Meat Boy. Die meisten Erfolge in diesem Indie-Spiele-Hit können einfach dadurch erreicht werden, dass man es durch die Levels schafft, ohne dabei zu sterben. Das Problem ist, dass einige dieser Level ultra schwer sind. Bei den schwierigsten davon ist man in der Rolle von Bandage Girl, wobei man alle Dark World Level im Kapitel Cotton Alley meistern muss, welche nur wenig Zeit zum Nachdenken geben und bis zum Anschlag mit Fallen gespickt sind. Und da dachte man noch, der Meat Boy hätte es nicht leicht. Nummer 9. Meister – Star Wars Battlefront. Hoffentlich könnt ihr mit dem Blaster umgehen, denn ihr werdet ihn brauchen. Um diesen Titel freizuschalten, muss man alle Battle-Missionen und den Survival-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließen. Somit muss man feindlichen Truppen auf Planeten wie Hoth oder Tatooine aufhalten, während man Horden von Imperialen und Rebellionssoldaten bekämpfen muss. Bei so wenig Gewinnchancen zu triumphieren ist der Meisterrang wirklich verdient. Aber haltet euch von Darth Vader fern. We know the power of the dark side. Nummer 8. Mein Kung Fu ist stärker. Mortal Kombat. Meisterschaft aller Fighter zu erreichen klingt doch gar nicht schwer, aber was muss man dafür tun? Also, man muss 100 Siege erreichen, 100 Fatalities, 150 mal einen X-Ray ausführen, 10.000 Liter Blut vergießen und 24 Stunden lang spielen. Das klingt noch machbar, bis man herausfindet, dass man das für jeden einzelnen Charakter machen muss. Ja, alles was gerade erwähnt wurde, muss 28 Mal mit jeder Figur erreicht werden. 28 mal 24 Stunden. Na dann viel Glück. Nummer 7. Weltenbummler – World of Warcraft. Man sollte sich auf eine etwas längere Reise gefasst machen, durch ganz Azeroth und noch weiter. Um den Titel Entdecker zu erhalten, müssen Spieler nicht nur alle Regionen in den Eastern Kingdoms, Outland, Kalimdor und Northernland durchforsten, sondern auch durch alle Gebiete in den Erweiterungen wie Cataclysm oder Mists of Pandaria. Das sind mehr als 100 Zonen, die es zu besichtigen gilt, und bei all den Kreaturen, die darin wohnen, ist es etwas aufwendiger als eine einfache Wanderung. Nummer 6. 7 Day Survivor – Dead Rising. Frank West hat es nicht leicht. In einer Einkaufspassage zu stecken, die mit Untoten gefüllt ist, würde schon reichen, aber sich darin 7 Tage lang durchzuschlagen, macht die Sache noch schwieriger. Um diesen zeitaufwendigen Erfolg freizuschalten, muss man zunächst den Infinity-Modus freischalten, indem man sich das wahre Ende des Spiels verdient. Ab dann ist es ein Sandbox-Albtraum, da 7 Tage im Spiel etwa 14 Stunden im echten Leben dauern. Und das ohne Pause. Dafür muss man sich wohl ein Wochenende freinehmen, um diesen Erfolg zu erreichen. Nummer 5. 3.0 ernst gemeint. Gears of War 3. Wenn man das schafft, ist man wahrscheinlich genauso unnachgiebig wie Marcus Fenix. Zunächst muss man Level 100 erreichen, was an sich betrachtet schon eine Herausforderung darstellt. Dann müssen die Onyx-Medaillen verdient werden. Alle 65. Diese beinhalten unter anderem 6000 Hinrichtungen durchführen, 12.000 Feinde entdecken, 1200 Squad-Mitglieder wiederbeleben, 25.000 Mal perfekt aktiv nachladen, 3000 Matches gewinnen, über 7 Millionen Punkte im Arcade-Modus erreichen, 6000 Abschüsse mit jeder Waffe erzielen oder auch die Kampagne auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließen. Mein lieber Mann. Victory is ours. Nummer 4. Blase aus Stahl. Rock Band 2. Musik.
Hier geht es um Durchhaltevermögen. Man kann zwar die Schwierigkeit runterdrehen, aber man muss trotzdem 84 Lieder spielen, ohne Pause und ohne zu versagen. Egal ob man als Sänger, Gitarrist oder Drummer spielt, man sollte wirklich in musikalischer Höchstform sein, da durch die pausenlosen Spielstunden schon die erfahrensten Rockbandspieler in die Knie gezwungen wurden. Dieser Erfolg ist gnadenlos. Wenn man während Liedern wie Painkiller von Judas Priest aus Versehen mal auf Pause drücken sollte, ist die Party ganz schnell vorbei. Nummer 3. Kaiser, die Elder Scrolls Online, Tamriel Unleashed. Wer will nicht über alle Einwohner des Reichs mit absoluter Macht herrschen und als der Größte in ganz Tamriel gelten? Naja, viel Glück, weil um das zu erreichen, muss man besser sein als tausende von anderen Spielern. Die ausgewählte Allianz muss nicht nur praktisch alle Außenposten rund um Imperial City beherrschen, man muss auch unangefochten an der Spitze der Rangliste stehen, womit man buchstäblich der Beste der Besten sein muss. Die Vorteile einer Herrschaft sind nachvollziehbar, aber diese Krone zu bekommen ist wirklich ein harter Kampf. Nummer 2. Mr. Perfect, Mega Man 10. Selbst Gelegenheitsspieler von dieser Reihe wissen, wie schwer es ist, keinen Schaden zu erleiden, ganz besonders bei den Bosskämpfen. Was diesen Erfolg noch schwieriger macht, ist, dass man das komplette Spiel abschließen muss, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Als Mega Man oder Proto Man müssen Spieler ihre Sprungkünste beweisen und sehr schnelle Schützen sein, um die Gegner rechtzeitig zu eliminieren. Wenn man bedenkt, wie schwer das Spiel an sich schon ist, naja, gutes Gelingen. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Nummer 1. 90 Day Streak, World of Guns, Guns Disassembly. Gehört ihr zu den Spielern, die man als Waffenfanatiker bezeichnen könnte? Wenn dazu das Interesse am kompletten Aufbau von Feuerwaffen gehört, könnte das das richtige Spiel für euch sein. Und dazu gibt es mal eine echte Herausforderung. Um diesen Erfolg freizuschalten, muss man die Silhouette einer bestimmten Waffe ausfüllen. Vom Griff über den Abzug bis hin zu der kleinsten Schraube muss man das 90 Tage am Stück ohne Fehler machen. Ansonsten wird der Fortschritt wieder auf Null gesetzt. Bei der Auswahl an möglichen Waffen, die man präsentiert bekommen kann und der Zeit, die man dafür investieren muss, braucht man für diesen Erfolg die Geduld eines Heiligen. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland.